Der Regierungsrat vom Kanton Bern möchte das Ruhegebot an den öffentlichen Feiertagen, wie zum Beispiel Ostern, Pfingsten oder auch Weihnachten, lockern. Die ganze Idee angestoßen hat der GLP-Grossrat, der Michael Köpfli. Herr Köpfli, wieso sollte man eurer Meinung nach eben genau das Ruhegebot an den öffentlichen Feiertagen ein bisschen lockern? Es geht eigentlich nur um eins. Es geht darum, dass jede Person am Feiertag das machen kann, was sie möchte. Also man kann daheim mit der Familie sein, man kann auch einen religiösen Gottesdienst besuchen, aber halt auch sonst an einem Anlass teilnehmen, der heute noch verboten ist. Also zum Beispiel ein Konzert oder ein Grümpeli. Stellt ihr euch da konkret so ein bisschen für Veranstaltungen vor? Also bei Grümpeli, sagt ihr, also die Idee, dass man da auf dem Rathausplatz an Weihnachten könnte ein Schuhturnier machen, oder? Nein, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Meinung, aber es ist zum Beispiel so, gerade, wir haben ja auch andere Feiertage, Pfingsten oder Ufer, die für die meisten Leute heute keine religiöse Bedeutung mehr haben und die aber alle frei haben. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als dann eine Sportveranstaltung machen, weil dann haben Kinder und Eltern frei und können entsprechend an die Veranstaltung gehen, ohne dass sie irgendjemanden stören, der diesen Tag noch religiös begehen möchte. Es ist ja aber so, dass häufig bei solchen Veranstaltungen nicht nur die Veranstalter selber quasi arbeiten müssen, sondern dass manchmal noch so ein bisschen Rattenschwanz dranhängt. Oder je nach Veranstaltung braucht es irgendwie ein Aufgebot von Sicherheitsleuten oder Verkäuferinnen oder und. Denkt ihr ja an die bei dieser Lockerung? Ich denke, es ist sehr eine moderate Lockerung. Es geht ja nicht darum, dass man dann den Feiertag abschafft und nicht mehr arbeitet, sondern es geht eben um so zivile Veranstaltungen, wo ich denke, dass es auch viele freiwillige Helfer gibt. Und es gibt übrigens schon einen Anlass, es wird jedes Jahr an Ufert in Langenthal ein Leichtathletik-Meeting statt, wo ich früher auch noch selber teilgenommen habe. Und eigentlich wäre das ganz streng noch gar nicht zulässig und es hat, glaube ich, nie jemand gestört und es hat immer genug Helfer gehabt, die gerne geholfen haben. Also geht es eigentlich darum, dass man wie das Gesetz den Gegebenheiten, die eh schon so sind, wie jetzt eben zum Beispiel aus Langenthal zeigt, einfach anpasst und gar nicht in dem Sinne etwas verändert, oder? Ich denke, es geht eigentlich um eine Freiheit für alle, den Tag so zu begehen, wie sie wollen. Und ich denke, es gibt ja auch andere Glaubensgemeinschaften, jüdische, muslimische, die auch Feiertag haben, die an diesem Tag auch den können religiös begehen. Aber wer dem führt, bietet man nicht dem ganzen Rest der Gesellschaft einen anderen Anlass zu suchen. Und ich denke, das kann man auch mit unseren Feiertagen so machen. Jetzt ja gestern schon ein Interview gehabt mit jemandem, der eher dagegen ist, mit dem Philipp Messerli, EVP-Grossrat. Er hat die ganze Forderung so ein bisschen als Salamitaktik bezeichnet, oder? Dass man immer einen Schritt mehr mit dem will. Was sagt ihr zu dem? Ja, das sagen Gegner immer bei Liberalisierungen. Ich bin natürlich grundsätzlich für eine sehr weitgehende Liberalisierung. Das ist aber ein kleiner Schritt und das Gute in unserem System ist ja, dass bei jedem Vorstoss zuerst das Parlament, wie jetzt bei meinem, was ich auch gesagt habe, abstimmen kann. Und wenn es dann den Gegner gar nicht passt, können sie auch noch das Referendum ergreifen. Das heisst, das Volk hat dann das letzte Wort. Von dem her, von einer Salamitaktik kann nicht gedreht sein. Apropos Liberalisierung, ich habe gestern mit dem Herrn Messerli auch noch über allgemein nicht nur Feiertagen, sondern auch Sonntagen geredet. Und dort war auch noch ein Thema, das wir angesprochen haben, Sonntagsverkäufe. Wie steht ihr den Sonntagsverkäufe jetzt als Beispiel einfach gegenüber? Also ich denke, es ist nicht nötig, dass man jetzt jeden Sonntag zwingend liberalisiert. Wobei, wenn man in den Bahnhof Bern schaut, unter dem Jahr sind die Läden immer sehr gut besucht. Und ich denke, eine massvolle Liberalisierung ist dort auch ein Bedürfnis von der Bevölkerung und ist richtig. Ich glaube aber, es ist nicht das Bedürfnis von der Bevölkerung, dass man jetzt jeden Sonntag unter dem Jahr überall einkaufen kann. Von dem her auch dort haben wir, denke ich, eine pragmatische Lösung. Und wenn sich das Bedürfnis in der Gesellschaft mal verändert, hat er wiederum das Parlament oder das Volk das letzte Wort und soll entscheiden. Besten Dank in dem Fall, Michael Köpfli, für eure Erklärungen oder Ideen hinter dem Vorstoss, den ihr gemacht habt. Wir haben es gehört, es geht darum, dass man das Ruhegebot an den öffentlichen Feiertagen lockern soll. Als nächster Schritt, natürlich muss dann zuerst mal der Grossrat im Rathaus da hinter uns darüber befinden. Das ist frühestens in der Novembersession 2018 der Fall. Was haltet ihr von dieser Idee, Feiertage, Ruhegebot lockern oder nicht? Schreibt es doch bei uns in die Kommentare.